du da bist. Und damit herzlich willkommen. Ich drehe mich im Kreis mit meiner super Einhandwaffe, die nicht zu unserer Rüstung passt. Und noch ganz viele anderen Dingen, die ich noch sagen will, bevor es losgeht. Ich meine, gut, Handlungsrelevantes muss ich, glaube ich, nicht wiederholen. Wir wurden von den Aliens entführt. Unser Beweis, der... Oh Gott, den haben wir hier gerade in Händen. Dieses prächtige, pulsierende, ausnahmsweise weiße Prachtstück. Und zwar, mir ist nämlich bei unter anderem anderen Saufpark Let's Plays anschauen und auch bei meinen eigenen Folgen schauen wegen Titel und Beschreibung und so weiter, wegen Thumbnails, bla bla bla, sind mir Sachen aufgefallen. Und zwar, wir haben ja gerade hier unsere Rüstung mit zweihändige Waffe, heilen wir Sachen und so weiter. Und man sieht es ja schon ganz deutlich, unsere Alien-Sonde, die ist eine Einhandwaffe. Macht zwar viel Schaden und auch mehr als, was hatten wir, zerschmetterte Keule, glaube ich, oder zerschmetternde Keule. Aber ich denke, wenn wir eine Zweihandwaffe nehmen, vor allem mit der Rüstung, sind wir wesentlich besser beraten. Deswegen legen wir die zerschmetternde Keule wieder an. Ja. Einfach nur, dass wir die Bass von der Rüstung haben und dadurch ist unsere Waffe wesentlich besser. Dann müssen wir natürlich auch den Sticker hier wieder abmachen. Und gut, Schockschaden brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht, es sei denn, wir können gegen Aliens kämpfen. Aber die kommen wahrscheinlich eher nur in der Nacht, aber ich will mich da mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Beziehungsweise übers Bett oder über den Stuhl, weil wir sind ja kleiner Junge, wir kommen wahrscheinlich gar nicht ans Fenster ran. Dann müssen wir einfach mal schauen, welchen Gegner wir treffen. Ansonsten nehmen wir wahrscheinlich... Was nehmen wir da? Feuer vielleicht? Oder... Gott, das ist ja schon ewig her, die letzte Aufnahme. Was nehmen wir denn da für einen Sticker? Perfekter Angriff, 10%, 15% mehr Schaden. Das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht. Widerlichkeitsschaden wahrscheinlich eher nicht. Nehmen wir mal... Bei perfekten Angriffen 15% mehr Schaden. Gegen Elfen können wir ja zur Not, wenn der Kampf sehr schwierig werden wird, irgendwie Feuerschaden hinzufügen oder gegen Aliens Schockschaden. Je nachdem, gegen wen wir da kämpfen, Bogen und so, ist ja alles noch beim Alten. Da sind wir mit dem Mongolenbogen auf jeden Fall sehr gut beraten. Es sei denn, die Strahlenwaffe vielleicht. Gegen Aliens hier mit Blitzschaden trifft eine ganze Reihe Feinde. Perfekter Angriff schwächt die Schilde um 5. Das könnte sich vielleicht bezahlt machen, obwohl ein Angriff 75 und hier 3x40. Tja, na gut, die haben wir hier gerade Feuer drauf. Verstärkt jeden Angriff mit Waffen um 5 Schaden. Da würde ich sagen, ist genau das gleiche, je nachdem gegen wen wir kämpfen. Was haben wir denn hier gefunden? Ach, der Alufolienhut. Oh Gott, dieser Mensch auf dem Schiff, der war ja auch sehr interessant. Hält die Aliens davon ab, in dein Gehirn einzudringen? Hält sie leider nicht davon ab, in andere Körperöffnungen einzudringen? Hält außerdem die Regierung, chinesische Hacker und den Hund, der dich anweist, Menschen umzubringen, draußen? Ja, okay. Sollten wir vielleicht mal lieber auf... Obwohl, nee, den Schrottplatzhund, den haben wir ja umgebracht. Dann brauchen wir den Hut ja gar nicht, kann man verkaufen. 6 Rüstungen hinzu, schwächt feindliche Angriffe, -25% Schaden erhalten von Aliens. Ist das Schadenreduktion, also für Schaden, den wir von Aliens bekommen, oder generell Schaden? Weil das Komma irritiert mich da ein bisschen. Ich denke mal nur für Schaden, den man von Aliens kriegt. Ja, dann bleiben wir beim KKK-Helm. Kingdom of Cooperkeep Helm, damit wir hier zweihändige Angriffe und so weiter, ne? Wisst ihr ja, gibt's hier eigentlich auch Quicksaves? Ich glaube nicht, weiß ich gar nicht. Ach, das ist schon ewig her. Dann andere Sachen habe ich auch noch mitbekommen, und zwar kann ich eigentlich später auch nochmal darauf eingehen. Ich meine, wenn wir durch die Tür gehen, kommen wahrscheinlich eh gleich wieder eine Cutscene.
Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Gut, dann sage ich es einfach ganz kurz. Und zwar, das war bei den Kämpfen mit der Magie. Da stand ja immer, hier ist ja immer diese Tutorial-Meldung. Und da steht immer, wenn das Grün blinkt, um Magieangriff zu wirken, wenn man zum Beispiel mit dieser Keule da draufhauen will, steht da immer, drücke F, war es, glaube ich. Allerdings steht auch, wo stand ich? Habe ich gerade mal nachgeguckt. Hier bei Magie, da steht nämlich, man soll die W-Taste benutzen. Wo steht's denn? Also Magie, das ist dann. Hä, wo stand es denn? Bei Magie? Bla bla bla. Nee, das war bei Basiswaffen, gell? Hier. Magische Treffer, W-Taste, genau. Und nicht F, so wie es da steht. Kein Wunder, dass es nie funktioniert hat. Als Jude weiß ich gar nicht, wie viel Mana wir, Magiepunkte wir sonst immer haben. Auf jeden Fall haben wir nicht genug. Kann ich auf jeden Fall mal sagen. Und es scheint, keine Ahnung, sie regeneriert sich allem Anschein nach auch nicht so wirklich. Kommt dann wirklich ganz drauf an, ob wir dann halt eben, ne, ein paar Burritos oder sowas in uns reinhauen, damit wir unseren Dickdarm ein bisschen, ne, in petto bringen, dass wir den ein bisschen anregen, damit er ein paar Gaslinien produzieren kann. Rechts von dem Raum, das haben wir alle schon gelesen, glaube ich, oder? Hier mit Mr. Marsh waren wir auf dem Alien-Schiff, das kennen wir alles, iPad, einfach zu höflich. Ja, Neuer, das wird Spaß gemacht, ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Hey, Neuer, danke, dass du gestern mit uns gespielt hast, das hat wirklich Spaß gemacht, ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Token und Crack, gefällt das? Die anderen haben sich einfach nur noch nicht eingeloggt, da kommen noch 20.000, gefällt mir. Anfragen, Meldungen, Aktualisierungen. So, und wir wollen dieser Bitte natürlich gerne nachkommen. Es ist morgen, dementsprechend sagen wir ein Versuch, weil es scheint irgendwie mit der Tastatur, entweder ich bin zu grottig und richtig scheiße, also schlecht, oder das Niveau ist da doch schon recht hoch. Weil ich komme da einfach nicht gescheit hinterher, obwohl ich ja wie ein Wilder immer auf die S-Taste drücke. Ja, super, es funktioniert beim ersten Mal. Komm. Es ist eklig. Nimm mit. Und wir gehen mal frühstücken. Ach, halt. Wir waren auf dem Klo. Als allererstes Hände waschen, was leider nicht funktioniert. Dann müssen wir uns eben so Abhilfe schaffen. Natürlich schön mit Rüstung, die überhaupt nicht rostig wird. So, geduscht. Zähne putzen noch einmal ganz kurz. So. Dann können wir jetzt frühstücken gehen. Wer putzt sich bitte vor dem Frühstück die Zähne? Wie kann man das nur machen? Das ist doch voll eklig. Das schmeckt doch gar nicht mehr dann. Die Eltern, sind die schon auf? Die sind schon auf. Oder noch, wer weiß. So, hoffentlich hat die Mutter wenigstens gekocht, weil von der schmeckt es ja bekanntlich immer am besten. Oder von der Oma. Oh, unser Vater hat die Fernbedienung liegen lassen. Können wir die? Die können wir leider nicht. Okay. Mutti! Oh. Mutti, ich hab Hunger! Ich will ein Nutella-Brot! Alter, komm ich auch mal bitte in die Küche rein. Good morning, Champ! Guten Morgen! Good morning! Ich... School's been cancelled for a few days, sweetie. Yeah. Go check it out on the news. Oh, ich meine natürlich, oh, das ist aber schade. Ich bin zu hart, um mit dir zu reden, Vater. Come on, son, get out there, make friends. Ich hab schon Freunde. Maybe you could try calling one of your friends today on your new phone. Just a thought. Ich kann die anrufen? Das wusste ich ja gar nicht. That's worse than before. You look like a girl. Alter, ich hab einen Bart. Was, ich weiß nicht, mit was für Mädchen du abhängst. Unsere Mutter scheint jedenfalls nicht dazu zu gehören, hoffe ich. Oder nicht mehr, ja, nicht mehr dazu zu gehören. Come on, son, get out there. Ja. Na, was kochst du Schönes? Come on, honey. It's a whole new town. Go outside. Looks like you have a couple days off school, honey. More time to meet some new friends in the neighborhood. Come on, honey. Ja, it's a whole new town. Ich hab Hunger. Will was essen. Na gut, dann gehen wir eben zu Cartman, da hat bestimmt noch ein paar Chicken Wings rum... Nein. Cartman hat sicher keine Chicken Wings mehr rumliegen. Die sind schon alle aufgegessen. Oh, my God. Wenn man vom Teufel spricht. They came out of nowhere. There
was a huge earthquake, and then there was burning in my yard. Was ist passiert? Did you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick. Schon wieder. Bullshit, because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom, and we shall lay waste to the Drow Elves once and for all! Fucking cheaters. Finde neue Verbündete. Die Goth Kids. Na, diese... Rekrutiere die Goth-Kids mit Wikingerhelm. Gleich nach dem Ladebildschirm. Princess Candy! Ist das nicht ein wunderbarer Tag heute? Verbünde dich mit den Goth-Kids, sprich mit den Goth-Kids. Ach, ist gleich unsere Begleiterin? Oh, hallo Candy, ich zeig dir mal meine Briefmarkensammlung hier oben. Komm mal bitte nach. Die Sachen sind nicht zufällig gerespawnt, oder? Also, so Kisten und so wahrscheinlich nicht, okay. Wir sollen die Goth-Kids, die Goth-Kids, Alter, ich hab zu viel Thief geguckt, die Goth-Kids rekrutieren. Und die elenden Elfen haben den Stab der Wahrheit gestohlen, schon wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der, meine Nachrichtenmeldung gerade, ich konnte nicht ganz aufpassen. Was war es mit dem Taco Bell nochmal? Muss ich mir später nochmal anschauen. Ist denn der Butters zu Hause? Wahrscheinlich ist er in Koopa Keep. Ist die Frage, lohnt sich das in die ganzen Häuser nochmal reinzugehen? You'll like it here. The air is fresh and there's always something to do to take your mind off things you wish had never happened. Die, wie das zum Beispiel? Soll Butters Hausarrest kriegen? Never cared for tacos. I prefer snails. Do you prefer tacos or snails? Never cared for tacos. I prefer snails. Do you prefer tacos or snails? Froschschenkel vielleicht? Oder haben wir Butters zufällig dabei? Nur mal so als Frage. Ich dachte, den haben wir dabei. Ja, wunderbar. Aber ich hänge natürlich lieber mit der heißen Blonden ab. Da, da, da. Die Elfen und die Aliens, Alter. Alles eskaliert. Na komm, dann gehen wir einfach mal nach Koopa Keep und schauen, was die anderen zu sagen haben, ob es hier vielleicht ein paar Neuigkeiten gibt. Und dann, ja gut, kann man trotzdem zur Schule gehen, auch wenn die ausfällt. Hast du schon gehört, die Schule ist ausgefallen? Juhu! Das freut mich. Hat Mrs. Cartman vielleicht Frühstück gemacht? Ich hab Hunger. I made some powdered donut pancake surprise if you boys get hungry later. Hoffentlich sind es nicht die von gestern. Ach, schade. Kingdom of Koopa Keep. Habt ihr es mitbekommen? Der Stab der Wahrheit wurde gestohlen. The Grand Wizard said that I am in charge of the shop now because I sound like Clyde. I don't sound like Clyde. Anyways, welcome, weary traveler. Would you like to see my wares? Ach, Clyde ist immer noch verbannt. Ich dachte eigentlich für einen Moment, Clyde wäre Crack. Und habe mich irgendwie, weiß gar nicht, ob ich das im Display erwähnt hätte oder hab. Und hab dann, weiß nicht, irgendwie gesagt, hey, der ist auch verbannt. Warum ist er jetzt wieder da oder so, aber... Muss ich ehrlich zugeben, ich hatte für ein paar Momente gedacht, dass Crack Clyde wäre und dementsprechend verbannt wäre oder so. Na gut, hat er zufällig neue Sachen, die wir mitnehmen können? Fettbarts Klinge. Die legendäre Klinge eines grobknochigen somalischen Piratenkönigs. Ruffy die Monkey. Nee, Monkey die. Ja. 95 bis 128, zweimal Magnete. Du erhältst 20% mehr Geld. Mhm. Es wäre jetzt natürlich schön, wenn man irgendwie einen Vergleich hätte zu dem, was man gerade angelegt hat. Dann kann ich das hier zufällig sehen. Wahrscheinlich kann ich die angelegten Sachen nicht verkaufen. Was haben wir gerade? Nein. Zurückkaufen kann ich noch.
Wow, jetzt muss ich hier extra rein. Das ist ja echt, das ist ein bisschen blöd gemacht. Zweimal perfekter Angriff schwächt die Schilde um 1. Schwächen vermindert die Abwehr des Ziels mit perfekten Angriffen. Macht aber wesentlich mehr Schaden. Insofern würde es sich lohnen. Ist es ein Zweihänder? Das wäre wichtig zu wissen. Ist es ein Zweihänder? Ich kann es wahrscheinlich auch nicht... Welcome, weary traveler. Would you like to see my wares? Ich kann es wahrscheinlich auch nicht ausprobieren, oder? Aber vielleicht kann ich es ja erkennen. Fettbarts Klinge. Vorschau. Das ist ein Einhänder. Ah, das ist blöd. Können wir denn dann zufällig eine andere Rüstung uns besorgen? Nein. Jetzt bräuchten wir Level 11. Das wird ja ewig dauern. Das haben wir auch alle schon. Waffenaufsätze. Da ist auch nichts Neues dazugekommen. Jetzt ist die Frage, sollen wir uns das für $12 kaufen? Ich meine, das Geld haben wir ja. Und wir kriegen das auch recht schnell wieder rein, wenn wir 20% mehr verdienen. Für den Schaden würde es sich definitiv lohnen. Aber wie gesagt, ist halt kein Zweihänder. Müssen wir erstmal schauen. Ich lasse es mal. Und guck, ob wir vielleicht noch eine andere Rüstung uns irgendwo besorgen können. Die auch einige gute Punkte hat und sich auch lohnt anzuziehen. Und dann können wir ja die andere Waffe auch holen. Princess Kenny says she may be a beautiful seductress, but she can fight too. Oh ja, das kann sie, das kann ich dir bestätigen. Token, werter Freund, guten Morgen. Ich hoffe, was ist das da hinten? Da wollte doch ein Taco Bell aufmachen. At first I didn't want to join the KKK at all, but the Grand Wizard made some really good points. Das musste er sich wahrscheinlich auch mehrmals überdenken. Noch eine neue Nachricht von unserem Freund Randy. Hey, ich habe versucht, dir einen Link zu einem Video... Oh nein, bitte nicht. ...von einem Häschen, das mit einer Katze spielt, zu schicken. Aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich. Du solltest das später versuchen. Wie? Dann pause es doch hier einfach, dann kann ich da doch mal... Häschen, Katze, niedlich, ich will anschauen. Der Stab der Wahrheit wurde also wieder gestohlen. Ich war zu spät. Was? Das ist ja schrecklich. You and me to fight with you? Okay. Ah, my champion returns. What about the goth kids? Get back out there. Ja, ich bin ja schon dabei. Das bedarf einer langen Vorbereitungszeit. Goth Kids sind keine einfachen Menschen, so wie du und ich. Das sind komplizierte, hochheilige Wesen. Was? Nee, das sind Elfen. Und die sind... Elfen, oder? Elende Bastarde.